Ich darf euch meine Examsarbeit vorstellen. Mein Thema ist sehr viel spezieller, muss ich sagen. Also es geht im größten Teil um Kampfsport in der Schule, aber natürlich auch viel um Nordrhein-Westfalen. Aber vielleicht, wenn jemand aus Nordrhein-Westfalen kommt, ganz interessant, sich das mal anzugucken. Und zwar geht es bei mir eher darum, wir haben ja vorhin gehört, die Lehrpläne wirken natürlich auf den Sportunterricht ein. Klar, es gibt auch noch weitere Dokumente, die auf den Sportunterricht einwirken. Und da habe ich quasi untersucht, wie gehen Lehrer in Nordrhein-Westfalen bzw. im Raum Köln damit um, mit den Vorgaben, die sie haben, wie setzen sie das um im Schulsport und ja, was prasselt da alles auf den Kampfsport ein? Also wie gesagt, ein bisschen spezieller, aber wir können am Ende mal darüber diskutieren. Genau, ich werde euch ganz kurz die aktuellen Bestimmungen sagen, dann werde ich kurz vorstellen, was ihr in meiner Arbeit gemacht habt. Das sind hauptsächlich Interviews und dann möglichst schnell zu den Ergebnissen kommen und dann können wir am Ende ein bisschen diskutieren, wie wir das eben auch schon hatten. Ja. Zur Einleitung. Also ich habe da mal eine Karatefrau ausgeschnitten, gekämpft gegen drei Bücher. Und wir wissen ja alle, oder wissen es vielleicht, weiß nicht, Ring und Kämpfen, Zweikampfsport ist auf jeden Fall, ich denke mal, fast in allen Bundesländern Bewegungsfeld in der Schule. Und so ist es auch in Nordrhein-Westfalen. Und damit, dass es natürlich ein Bestandteil in der Schule ist, gibt es natürlich auch zahlreiche Einschränkungen, Reglementarien, die da drauf einpassen. Ich habe da mal so drei Bücher ausgeschnitten. Das eine sind die Lehrpläne, haben wir eben schon viel gehört, aber neben den Lehrplänen gibt es auch viele weitere Dokumente. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen sind das die Rahmenvorgaben für den Schulsport oder zum Beispiel auch der Sicherheitserlass. Der kommt alle 10 Jahre, sag ich mal, sehr unregelmäßig, aber da gibt es natürlich auch vor allem in Bewegungsfeldern weitere Einschränkungen. Ja, und da wollen wir jetzt mal gucken, was steht da eigentlich drin und wie setzen Lehrer das dann letztendlich um. Genau, da stehen so nochmal die drei Dokumente: Rahmenvorgaben, Kernlehrpläne und Sicherheitserlass. Und ich habe versucht herauszufinden, beziehungsweise ich habe in meinen Augen mehrere Widersprüche gefunden innerhalb der Dokumente und über die können wir uns gleich austauschen. Mal gucken, ob wir die Widersprüche genauso empfinden oder eben nicht. Gucken wir uns mal die Rahmenvorgaben an. Also die Rahmenvorgaben sind sehr allgemein. Da sind noch nicht so genau Sportarten gefasst, wie vielleicht in den Kernlehrplänen, sondern sie sind sehr viel allgemeiner gehalten. Trotzdem zum Bewegungsfeld, Ringen und Kämpfen. Wir haben es ja eben gerade, haben wir auch anschaulich gehört, was soll eigentlich beim Kämpfen gelernt werden. Und die Rahmenvorgaben sagen uns zum Beispiel bei Ringen und Kämpfen, da geht es darum, sich anzupassen, sich zu spüren, angreifen, täuschen, abwehren, ausweichen, Treffer erzielen, Treffer vermeiden. Da steht jetzt auch nicht, in welcher Sportart das geschehen soll, sondern ganz allgemein, diese Sachen sind da aufgeführt, das soll in Ringen und Kämpfen quasi thematisiert werden, das sollen die Schüler erfahren können. Ach ja, die Nachzügler, naja. Na, ich warte mal ganz kurz, obwohl eigentlich nicht. Ich habe jetzt eine Zeit auf Ende bekommen. Ja, so, neben den Rahmenvorgaben, wo es allgemein geklärt ist, was sollen die Kinder und Jugendlichen erfahren, gibt es dann auch die Lehrpläne. So, die sind schon ein bisschen speziell, werden wir gleich unten auch sehen, dass da sogar schon Beispielsportarten genannt werden. In den Lehrplänen geht es darum, so wie im Kämpfen angreifen und täuschen, so wie abwehren und ausweichen, kontrolliert unter wettkampfnahen Bedingungen. Also wir haben ja eben gehört, man hat nur sehr wenig Zeit für Ring und Kämpfe in der Schule, generell wahrscheinlich für jede Sportart in der Schule, außer der Lehrer spielt den ganzen Tag Fußball, dann vielleicht hat man viel Zeit für Fußball, aber für Ring und Kämpfe ist ja meistens sehr wenig Zeit. Und wir sehen trotzdem, man soll probieren, unter wettkampfnahen Bedingungen zu kämpfen, sehr ambitioniertes Ziel, finde ich. Des Weiteren in Zweikampfsituationen günstige Bedingungen für erfolgreiche Angriffe herstellen, das ist auch schon ein ambitioniertes Ziel, angemessenes und vielseitiges Verteidigungs- und Angriffsverhalten. Also tatsächlich wirklich dann an den Gegner ausprobieren. Und als Beispielsportarten, auch interessant, das hatten wir eben gerade auch schon ein bisschen gehört, es gibt ja verschiedene Arten. Da haben wir zum Beispiel als Zweikampfsportarten mit Körperkontakt, da haben wir Judo und Ring. Zweikampfsportarten ohne direkten Körperkontakt, Taekwondo und Karate. Und Zweikampfsportarten mit Gerät, Fechten und Kendo. Ja, so. Ja, das sind die Beispielsportarten, die genannt werden. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Dokument und dann können wir mal überlegen, ob da sich Widersprüchlichkeiten ergeben. Denn insbesondere der Sicherheitserlass war eigentlich so das Thema meiner Arbeit. Er wurde auch erst 2015 geschrieben, deswegen habe ich dann gehofft, ein aktuelles Thema mir greifen zu können. Darüber gab es auch noch nichts, das hat sich nicht angeboten. Und im Sicherheitserlass ist es sehr interessant, wir haben alles das eben gelesen. Und jetzt lesen wir uns mal eine Passage aus dem Sicherheitserlass durch, ich lese sie auf der Buch vor. Und dann können wir überlegen, wie steckt das zusammen, wie geht das zusammen, dass das alles gleichzeitig gültig ist. Also, wir lesen Sicherheitserlass. Durch Festlegung in den Rahmenvorgaben für den Schulsport sind Sportbereiche, die als Ausgangspunkt oder Zielsetzung bedrohliche Situationen des Schlagens, Stoßens und Tretens oder der praktischen Anleitung zur bewussten Verletzung eines Gegners gehört haben, für die Umsetzung im Rahmen des Schulsports nicht erlaubt. Also, es ist natürlich ein sehr interessanter Absatz, vor allem, weil zum Beispiel Wörter wie Sportbereiche auftauchen. Was ist ein Sportbereich? Also, eigentlich haben wir Sportarten, wir haben Bewegungsfelder. Das wäre Ring und Kämpfen, wäre zum Beispiel ein Bewegungsfeld und Judo eine Sportart. Sportbereiche ist ein sehr interessanter Begriff,
Was ist damit gemeint? Oder auch Ausgangspunkt oder Zielsetzung bedroht die Situation des Schlagens, Stoßens und Tretens. Hat Boxen den Ausgangspunkt als bedrohte Situation des Schlagens? Ist eine Frage, die sich Lehrer stellen müssen, denn Lehrer müssen sich an diesen Sicherheitserlass halten. Je nachdem, wie das jetzt interpretieren können. Oder auch bewusste Verletzung. Ist zum Beispiel Selbstverteidigung, ist das eine bewusste Verletzung? Ich meine, ich kann Selbstverteidigung anwenden, ohne angegriffen zu werden, je nachdem, wie es ausgeführt wird. Genau. Also das sind diese drei Dokumente, sind quasi die Hauptdokumente, die auf den Lehrer einpassen. Und ich habe überlegt, okay, wie setzen Lehrer das um? Vielleicht kennen Lehrer die Sicherheitserlass noch nicht, vielleicht kennen sie auch die Rahmenvorgaben nicht. Aber ich dachte mir, es gibt dazu noch sehr wenig. Und deswegen habe ich überprüft mit den Interviews mit den Lehrkräften, wird der Sicherheitserlass seiner Funktion gerecht? Also im Sicherheitserlass steht so ganz toll, ja, er soll Legitimation und Orientierung bieten, er soll Innovation zulassen. Das ist immer schön und gut. Und deswegen dachte ich mir, ich überprüfe das mal, frage die Lehrkräfte. Dabei sind sehr viele Fragen aufgekommen, sodass ich anschließend noch dachte, na gut, dann fragst du doch mal die Experten, die das wirklich geschrieben haben, wie kommt das zusammen, was sagen die dazu? Und ja, das sind auf jeden Fall spannende Ergebnisse. Leider können wir nicht alles nachher vorstellen, aber so ganz kurz möchte ich euch zumindest mal einen Überblick geben. So, als allererstes stelle ich kurz vor, was ich mit den Lehrern gemacht habe. Das ist, wie gesagt, kann ich jetzt so leider ganz kurz anreißen, die Arbeit ist natürlich ein bisschen länger. Aber ich habe unter anderem, bevor ich den Lehrkräfteinterview den Sicherheitserlass wirklich gezeigt habe, habe ich einfach mal intuitiv gefragt, was denken Sie, welche Kampfsportarten sind denn für die Schule geeignet? Bevor Sie wussten, was überhaupt in den Lehrplänen steht, außer Sie wissen es von sich aus, aber ohne dass ich es Ihnen gezeigt habe. Und das ist eigentlich erstaunlich, immerhin 5 der Interviewpartner, 5 von 10 haben gesagt, alle Sportarten sind grundsätzlich erstmal geeignet. Das deckt sich auch ganz gut mit den Sachen, die wir in Nordrhein-Westfalen lernen, auf jeden Fall an der Uni. Es geht hauptsächlich darum, dass eine Sportart an sich immer geeignet ist, es geht eher vielmehr darum, wie man es umsetzt. Also wie man methodisch, didaktisch das dann umsetzt, da kann man natürlich auch Boxen machen, klar, man muss es halt anpassen. 4 Lehrkräfte waren der Meinung, nur manche Sportarten sind geeignet. Auch hier wieder ganz oft, sage ich mal, Vorurteil, dass sowas wie Boxen natürlich auf keinen Fall gemacht werden darf. Und eine Lehrkraft, auch ganz interessant, hielt alle Kampfsportarten für ungeeignet, meinte übrigens auch, Judo geht gar nicht, das ist viel zu brutal. Also auch diese Ansicht gibt es natürlich wieder Lehrkräften, dass Kampfsportarten generell nicht geeignet sind, sondern eher informelles, nicht formelles Kämpfen. So, jetzt ganz interessant dazu. Im weiteren Verlauf des Gesprächs habe ich natürlich auch meine Sicherheitserlass gezeigt, da haben wir ja eben gelesen mit diesen bedrohlichen Situationen und allem. Und da habe ich danach mal gefragt, na gut, diese Sportarten denken Sie sind geeignet, aber was denken Sie denn auch, was tatsächlich erlaubt in der Schule? Auch hier ganz interessant, also eben hatten wir in der ersten Spalte noch 5 Leute, die alle Kampfsportarten für geeignet hielten. Nachdem sie Sicherheitserlass gelesen haben, sind ein paar übergeschwenkt. Da dachten nur noch 2 Lehrer, dass auch tatsächlich alles erlaubt wäre. Viele andere sind dann lieber mal in die Mitte gegangen, haben gesagt, ja, manche Kampfsportarten sind erlaubt, manche sind eher nicht erlaubt. Und ja gut, Interviewpartner 2 ist bei seiner Meinung geblieben. Generell keine erlaubt, hat sich quasi gedeckt mit seiner vorherigen Ansicht, die er eh schon hatte. Ja, es ist interessant zu fragen, wie es eigentlich sein kann, dass die Lehrer intuitiv glauben oder laut ihrer Ausbildung der Meinung sind, alle Kampfsportarten sind geeignet, das Dokument aber dazu führt, dass viele Kampfsportarten dann doch eher, naja, als vielleicht verboten angesehen werden und sich da nicht so angetraut wird. Ich habe da mal 2 Interviews mitgebracht, 2 Zitate ausgeschnitten zu diesem Themenbereich, die sehr interessant war. Ein Lehrer: Ich habe das jetzt mit einer 9. Klasse gemacht und eben ohne Sparring gearbeitet, sondern nur auf Boxtechnik und Fußarbeit und auf Mattenboxen und so Sachen. Ja gut, das Deutsche meistens ist das nicht so gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass das nicht mehr möglich ist, allein von der Bewegungserfahrung und den gesellschaftlichen Stellenwert. Das ist zumindest eine Lehrkraft, die das ein bisschen bedauert, ist aber scheinbar der Ansicht, dass mehr nicht erlaubt ist in der Schule und macht deswegen nur so viel. Und das fand ich auch sehr interessant, weil das zeigt ein bisschen den Zielschreit, den wir gerade hatten. Vielleicht ist es ja so gemeint, dass die sagen, die ganzen Sportarten dürfen wir tatsächlich nicht machen. Und meine Ausgangsantwort war falsch, man darf tatsächlich nur Ring und Judo machen. Also auch das schlussfolgern viele Lehrkräfte aus dem Sicherheitserlass, dass quasi nur Ring und Judo erlaubt sei. Ob das so stimmt, müssen wir natürlich hinterfragen. Ich wage es zu bezweifeln, wir haben ja auch vorhin gelesen, dass eigentlich auch drin steht, dass Taekwondo-Karate beispielsweise angewandt werden darf. Wenn wir auch hier nochmal gucken, diesen Konflikt, wenn wir mal in den Rahmenvorgaben reingucken, da steht drin, die Schüler sollen eine umfassende Handlungskompetenz gewinnen. Die Schüler sollen die Veränderung von Bewegungsspiel und Sport angemessen Rechnung tragen, also auch neue Sportarten, neue Kampfsportarten erfahren. Stichwort MMA. Alle lachen darüber oder sagen, es ist viel zu gefährlich, aber vielleicht sollten wir Schüler sensibilisieren mit solchen Sportarten. Vielleicht sollten gerade deswegen solche Sachen thematisiert werden. Hier steht auch weitgehende Partizipation an der außerschulischen Sport- und Bewegungskultur. Das ist das gleiche Stichwort, sag ich mal. Und der allerwichtigste Punkt, der eigentlich gelehrt werden soll. Die Schüler und Schülerinnen sollen dazu befähigt werden, Veränderbarkeit und Gestaltbarkeit des Sports wahrzunehmen. Also geht es auch weiter, reflexive Bearbeitung kennenzulernen.
Das ist eigentlich das, weshalb gerade kritische Kampfsportarten durchaus behandelt werden können, damit die Schülerinnen und Schüler eben lernen, sich selbst Regeln zu geben und diese Kampfsportarten dann eben so umzusetzen, dass sie brauchbar gemacht werden können. Wenn man natürlich alles Kritische direkt ausklammert, dann können sie diese Erfahrung eigentlich nicht machen. Deswegen sollte man sich ganz besonders hinterfragen, ob so ein Sicherheitserlass nicht eher verunsichert die Lehrkräfte. Ja, genau. Dann komme ich mal kurz zu den Experten-Reviews. Wir haben gesehen, es gibt ein paar kritische Fragen, auf jeden Fall. Und da dachte ich mir, gut, dann frage ich die beiden, habe ich ja eben schon kurz gesagt. Mein erster Interviewpartner, habe ich jetzt gleich mal mit der 1 geschrieben, ist ein Mitarbeiter der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen. Die haben maßgeblich mitgeschrieben am Sicherheitserlass, haben den mitformuliert, waren eigentlich sogar leitend tätig, waren eigentlich die Institution, die da tatsächlich geschrieben hat. Und mein Interviewpartner war auch tatsächlich der leitende Bevollmächtigte, sage ich mal, der Unfallkasse. Und das zweite Interview, von Experteninterview mit einer Schulberaterin der Bezirksregierung. Ihre Aufgabe ist es, anderen Lehrkräften zu erklären, wie man Sicherheitserlass in der Schule umsetzt. Das heißt, ich hätte zumindest gehofft, sie hat dann besonders viel Anreize. Naja, gucken wir mal, ob sie es tatsächlich haben. Genau, erst Interviewpartner habe ich dann gefragt, wofür ist der Sicherheitserlass eigentlich gut, beziehungsweise diese Einschränkungen, die wir beim Regelungsfunk lesen. Ja, die soll natürlich zur Gewalteskalation beitragen und gefährliche Situationen eindämmen. Ist klar, war eigentlich eine zu erwartende Antwort. Und ganz interessante Aussage unten, beim Schlagen und Treten ist das Ziel nicht der sportliche Wettstreit, sondern auch der Wettkampf im weitesten. Mit dem Ergebnis, dass man im Wettkampf jemanden auch außer Gefecht setzen möchte. Also das fand ich auch sehr interessant, diese, sage ich mal, Vorurteile. Ich komme ja selbst auch auf ein Video, ich mache ein Video, aber ich finde es trotzdem krass, wie anderen Kampfsportarten gegenüber Vorurteile aufgebaut werden. Beim Schlagen und Treten geht es nicht um sportlichen Wettstreit, sondern um Wettkampf. Und gegen den scheinbar beim Ring und Judo geht es dann um sportlichen Wettstreit und nicht um Wettkampf. Also sehr interessante Meinung, die hier geäußert wird. Und klar, ich finde es gut, dass so viel Judo gemacht wird, aber vielleicht sollte man anderen Kampfsportarten auch mal eine Chance geben. Des Weiteren in dem Interview, es ist nicht das Verbot einer Sportart, es ist ein Verbot einer sportartlichen Umsetzung. Das würde ja so klingen, als wenn man Boxen schon machen dürfte, man muss nur überlegen, wie man das macht. Das wäre ja eigentlich im Einklang mit den Rahmenvorgaben. Aber wenn wir jetzt mal den zweiten Satz uns angucken, es werden Übungsformen an Geräten, choreografische Darstellungen oder das Boxen gegen einen Sandsack von ihm quasi präferiert. Und wenn wir jetzt mal überlegen, Boxen gegen einen Sandsack, choreografische Darstellung, gut, wir haben gelesen, man soll sich anfassen, man soll sich spüren, angreifen, täuschen oder hier noch viel mehr. Abwehren, ausweichen unter wettkampfnahen Bedingungen. Kann man das mit der Choreografie erreichen? Also ist eine Choreografie das, was wir im Ring und Kämpfen unterrichten wollen? Sollte man auf jeden Fall hinterfragen. Denn also ich glaube nicht, dass man ein angemessenes, vielseitiges Verteidigungs- und Angstverhalten mit einer Choreografie lernen kann. Oder erfolgreiche Angriffe. Oder wettkampfnahe Bedingungen. Also ist noch unrealistischer irgendwie. Mal gucken, wo ich war hier. Naja, ich gehe mal lieber so durch, sonst finde ich es nicht wieder. So. Genau. Da haben wir den Widerspruch. Können wir mit solchen Anwendungen tatsächlich die Vorgaben, die Rahmenvorgaben oder auch die im Lehrplan vorhandenen Kompetenzen, können wir die damit erfüllen, mit Choreografien und solchen Anwendungen. Habe ich mich auch unsere Interviewpartnerin 2 gefragt, die Schulberaterin der Bezirksregierung, die ja eigentlich dafür da ist, das Lehrkräfte näher zu bringen. Auch eine interessante Antwort, aber die Frage ist ja gerade, wenn es jetzt um Schlagen und Treten geht, ich vermittle es meinen Schülern und kann ich dann davon ausgehen, dass sie es außerhalb der Schule nicht anwenden. Also deswegen würde ich so etwas persönlich oder nicht machen. Ich finde diese Meinung durchaus verständlich, das ist eine logische Meinung. Ich frage mich nur, ich kann auch einen Judo-Wurf außerhalb der Schule anwenden und wenn der andere nicht gefallen kann, ist das genauso gefährlich. Man sollte wirklich überlegen, ob wir hier vielleicht nicht Vorurteile haben, die man vielleicht irgendwie überwinden müsste. Oder auch hier, das, ah ja, die Antwort habe ich geliebt. Ich denke, bei Karate und Taekwondo kann man die einzelne Bewegung isoliert üben und eintrainieren. Das wird ja auch so gemacht, ehe man diese mit einem Partner übt. Aber da wird ja oft erst eingeschüttet, wie die Bewegungen sind, und das ist eine andere Herangehensweise als Boxen. Also Boxen ist ja zielgerichtet eine ganz andere Geschichte. Also ich fand es super interessant. Ich frage mich auch, warum man bei Boxen einen Boxschlag nicht einzig üben kann. Es sei dahingestellt, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall scheint hier irgendwie Karate und Taekwondo doch noch einen anderen Stellenwert zu haben. Bin ich locker drunter. Ich fand es nur interessant, dass wirklich der Boxsport scheinbar wirklich irgendwie von Vorurteilen behaftet ist. Und wenn man hier sagt, dass man beim Karate und Taekwondo einzelne Bewegungen üben kann, beim Boxen jedoch nicht, frage ich mich, warum das so ist. Aber ich hinterfrage ja nicht nur, ob man einzelne Bewegungen üben kann, ich frage mich ja vielmehr, ob das Sinn macht, einzelne Bewegungen zu üben, ob wir nicht eigentlich im Ring und Kämpfen, zumindest laut Rahmenvorgaben und laut Lehrplan, ganz andere Sachen erreichen wollen. Ja, ich komme auch schon zum Fazit. Es gibt offensichtliche Widersprüche in den Lehrplänen oder beziehungsweise in allen Dokumenten, die für die Schule relevant sind.
Und Lehrer reagieren auf diese Widersprüche meistens durch Vermeidung. Bevor man sich in juristische Schwierigkeiten begibt, dass beim Schlagen, Stoßen oder Treten etwas passiert, mache ich es lieber nicht, ist verständlich von jedem Lehrer klar. Ich habe es auch nochmal geschrieben, das Bewegungsfeld Ringen und Kämpfen birgt juristische Schwierigkeiten, das mag so sein. Und am Ende habe ich noch ein Zitat von einer Lehrkraft, das fand ich sehr treffend. Ich glaube, ich muss es erklären, sonst ist es nicht ganz verständlich. Die Lehrkraft sagt, wenn im Lehrplan steht, eins zum Beispiel Judo und Ringen, dann ist das an der Stelle nicht zielführend, weil die Lehrkraft liest nur, okay, Judo und Ringen darf ich machen. Aber was bedeutet zum Beispiel? Heißt zum Beispiel, ich darf Taekwondo machen, heißt zum Beispiel, ich darf irgendeine andere Sportart machen. Diese Lehrkraft regt halt an, dass ein zum Beispiel nicht zielführend ist und rein rechtlich nur bedeuten kann, okay, Judo und Ringen. Aber alles andere ist schwierig. Ja, genau, Literatur, also stell dir nicht vor, ist das. Und Körner haben dazu sehr interessante Sachen veröffentlicht, kann ich nur empfehlen. Ja, hier ein paar Dokumente, nicht so spannend, würde ich auch nicht empfehlen. Ja. Das war's. Ja, also du warst eben schon gerne. Zum letzten Mal von dir zum Beispiel als Lehrer muss ich sagen, bloß nicht das ZB weglassen, weil ZB heißt für mich an meiner Schule. Ich sage zu meinem Chef zum Beispiel, ich mache das, was ich mache, und mein Boss sagt, mach. Wenn das ZB wegfällt, dann ist außer Judoring alles andere verboten. Also man kann sich durch zwei Buchstaben streichen auch nochmal 90% der Möglichkeiten wegnehmen. Es gibt natürlich Schulleiter, die das ZB nicht lesen und nur Judoring sehen und alles andere automatisch sehen. Da sind wir ganz kurz einfach. Ich bin auf keinen Fall dafür, dass man das streicht. Ja. Mir ging es nur darum, dass viele Lehrkräfte das in eine schwierige Situation bringt. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz, ganz schnell eine andere Situation schildere, im Interview mit der Unfallkasse NRW, das ist ja auch die quasi die Sportunfälle dann bezahlen müssen, da meinte der allen Ernstes zu mir, wenn denn mal beim Schlagen und Treten zum Beispiel außerdem noch einer einen Schritt nach vorne, ich wollte eigentlich vorher stoppen, es passiert ein Schritt nach vorne, Nase gebrochen. Da meinte er wirklich, dass eine Lehrkraft sich damit in eine sehr schwierige Situation bringen kann, was eigentlich ja ein Unding ist. Ne? Aber deswegen wollte ich das nur äußern, dass man das vielleicht dann besser erklären könnte in den Lehrplänen. Die wollen Geld sparen. Die sagen alles, damit sie nichts zahlen müssen. Mit Sicherheit. Mhm. Ich habe die Kompetenz sind eigentlich die Leute, die so Lehrpläne erstellen. Also alle, die ich gesprochen habe, alle Experten waren Judokar übrigens. Nein, die Lehrpläne erstellen. Ja, ja, also die arbeiten ja zumindest damit. Ne? Ja, was heißt kompetent? Man kann sich darüber aufregen, man muss erstmal Regeln finden. Ne? Wenn man jetzt sagt, ja, macht alle Sportarten, die ihr wollt, ist auch schwierig. Also es ist ein, ja. Kämpfen ist ein schwieriges Thema. Man ist ja auch so ein Kampfsport. Man kann sich auch viel Unfallstatistiken angeguckt. Die schwersten Verletzungen passieren natürlich bei Ballsportarten, ne? Weil viel mehr Bewegung ist. Ja, muss man nicht sagen. Das ist alles unbefriedigend. Leider ja. Ja, ich komme aus Niedersachsen und war vorne der Universität. Das heißt, ich kenne die niedersächsischen Vorgaben ziemlich gut. Und ich habe mal mit der Uni Hannover zusammen ein Boxprojekt, ein niedersächsisches, niedersachsenweites Boxprojekt begleitet. Es war eine heilige Arbeit. Das hat sich über Jahre hinweg gestreckt, bis die überhaupt das Okay gegeben haben, dass dieses Pilotprojekt gestartet werden darf. Dann war es zwei, drei Jahre gelaufen. Dann haben wir beobachtet, kam es zu Verletzungen und zu irgendwas. Wir haben festgestellt, dass es völlig sinnlos, wenn man Boxen macht, ohne Körperkontakt zuzulassen. Ich rede jetzt nicht von meiner persönlichen Meinung, sondern von mehr, was wir halt beobachten konnten. Die Fluktuation war gigantisch. Lerneffekt ist dann in der Tat rein mechanischer Natur, biologischer Natur. Und es hat ganz lange gedauert, bis in Niedersachsen dann ein Erlass geschrieben worden ist, der Boxsport in einer spezifischen, methodischen, abgespeckten Variante, kurz edukativ, die irgendwie auch noch vorgestellt, erlaubt. Und ich kann nur sagen, Ihre Frage, ich bin da mit so vielen Klischees, Vorurteilen und Halbwissen konfrontiert worden, was den Boxsport angeht, seitens des Ministeriums, auch seitens der Universitäten. Das war schon beeindruckend, einfach so von außen das zu sehen, so nach welchen Prinzipien da entschieden wurde. Ja, aber interessant, dass da sowas schon gibt. Vielleicht könnt ihr noch einmal fahren, sich noch abgucken. Weil, also hier finde ich die Situation schon sehr ambivalent. Also als Lehrkraft würde ich es, glaube ich, auch nicht machen. Ja, einfach weil es kritisch ist. Ne?
Es gibt auch Schutzausrüstung. Klar, auf jeden Fall. Ist denn auch der sich meldet und so was an den Rand kommt? Ja, ja. Also wir haben es damals in der Schule gemacht als Projekt, so 6 Wochen lang. Man muss dann auch eine Choreografie machen. Also als Boxer haben wir auch nicht mit viel Körperkontakt gemacht, höchstens mal so Kraftbeschlagen. Aber es sind Sachen, die ich zum Beispiel also immer noch kann, also da ist man auch der Lernpickel, den wir angesprochen haben. Aber es bringt einem schon sehr viel. Also wenn man das ganz in der, ich glaube, 11. Klasse oder in der 12. Klasse gemacht, eine reine Jugendklasse. Und das ist schon mal was ganz anderes im Vergleich zu Volleyball zum Beispiel oder Leichtathletik. Und das spricht einen schon relativ an. Also ich finde, man sollte das schon machen, auch wenn es solche Sicherheits-LSGs gibt. Aber du meinst jetzt trotz, dass man sich nicht wirklich schlägt, trotzdem machen? Oder bist du richtig verstanden? Auf jeden Fall. Also wir mussten also eine Kugel machen mit verschiedenen Techniken, die Grundtechniken, die wir gelernt hatten. Wir hatten dann noch 2 Leute aus dem Boxclub bei uns in der Nähe dabei, die Lehrkraft ein bisschen unterstützt haben. Und es war schon einfach interessant. Mhm. Und es hat einem sehr viel gebracht, weil man lernt auch, man lernt seinen Körper ein bisschen anders kennen, als bei einem normalen Sportabend, sag ich jetzt mal. Ja. Ja, ich finde auch, also Kampfsport sowieso, ne? Das ist eine super Körperbildung, ganz andere Erfahrung als fast allen anderen Sportarten. Und klar, auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, was darf man da wirklich machen? Ne? Kratzen ist ja eigentlich unkritisch, aber auch da ist es ja wieder eine bewusste Anleitung, die könnte man außerhalb der Schule anwenden. Ne? Und deswegen bin ich einfach nur dafür, dass man juristische Klarheit irgendwie schafft, dass die Lehrer irgendwie sich sowas auch mal trauen dürfen. Dass sie nicht irgendwie Angst haben müssen, okay, jetzt hat einer aus Versehen einen getroffen, was ja auch beim Kratzenschlagen sag ich mal, passieren könnte, und hat dann direkt Angst irgendwie, dass man da vielleicht irgendwie eine Lösung findet, die die Lehrkräfte so ein bisschen entlastet und nicht die ganze Verantwortung einfach zu den Lehrkräften gibt und sagt, wenn was passiert, habt ihr vielleicht Pech, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Naja, aber ja, interessant. Ich weiß auch nicht genau, ob es eine zeitliche Schnur oder was nicht. Wir hätten schon ein bisschen Zeit, Zeit für 2 Fragen. Also da kommt so eine Panikmache rüber bei Lehrern, was darf ich nur das machen, was wortwörtlich in irgend so einem bescheuerten Lehrplan drin steht. Ich habe auch mal sowas mitgemacht und das haben dann die Juristen an der, am Ministerium doch wieder bereinigt. Wenn ich beim Schüler sowas mache, dann kommt die Mutter und lacht mich an wegen sexueller Belästigung und Pädophilie und sonst was. Diese Gerüchte schwirren in Lehrerkreisen rum und zu viele haben da Angst vor ihren Gerüchten so etwas. Ich befürchte, wenn viele hier bei mir unterstehen werden, die würden rausgehen und Schweinen anfangen. Wenn ich das mit Schülern mache, ich übernehme die Verantwortung, dann funktioniert das. Und wenn ich das in einem Elternabend den Eltern sage, dass wir miteinander rangeln und raufen und das sagt mein Mädchen, angepackt werden, dann ist es keine Vergewaltigung. Und dann bringen das die Eltern mit, dann unterschreiben die mir das, was sie das wissen, und dann ist aber Ruhe. Und dann brauche ich nicht als Lehrer mich in die Ecke zu setzen und so darauf zu warten, dass mir ein Meteorit auf den Kopf fällt. Ja. Ja, das Gefühl auch, dass bei mir, also ich hatte eine Lehrkraft, die kurz vor der Rente stand, die hat wirklich Boxen, Sparring, alles gemacht, die meinte so, ich weiß, ich könnte hier Pech haben, aber ich finde das cool, meine Schüler haben da voll Spaß dran, entwickeln sich super. Der hat es halt durchgezogen, ne? Aber ich glaube, wenn gerade jüngere Lehrkräfte vielleicht ein bisschen Angst, weil das heutzutage generell eine Zeit, wo man irgendwie mehr Angst direkt vom Anwalt hat, direkt juristisch irgendwie, ich weiß es nicht. Aber ja, warum nicht? Und wenn wir als Lehrkräfte vor allem Angst haben, was die Schüler machen können in ihrer Freizeit, was wir ihnen beibringen, gerade in Technik und Chemie, wenn man daran mal denkt, oder Physik mit Strom, dann könnte es eigentlich komplett lassen. Also ein bisschen Mut. Klar, man muss immer absprechen oder wie es hier gerade gesagt wurde, mit den Eltern absprechen. Ich denke mal, dann müsste es schon gehen. Sollte so sein, ja, auf jeden Fall. Facebook haben Sie, müssen das nächste Schwein abmachen. Ja. Also ja, die Diakopfahrt, ich glaube, es ist relevant. Das Letzte, ich finde es für Schüler demotivierend, wenn ich einen Lernanfang, aber die nicht zu Ende lernen kann. Ja. Ja, also ich schließe mich hier den vollen Platz an. Ich bin gern aufgerückt. Gut, danke dir.